It's a beautiful day. We're looking for something dumb to do. Hey, baby. I think I wanna marry you. Spaß. Yo, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ja, Freunde, ich bin wieder richtig gut gelaunt. Und heute gibt es das gewünschte Video von euch, von Yassi und Sean, der Liebesbeweis-Video. Und und ich würde sagen, wir machen gar nicht lang rum, außer dass ich euch noch Bescheid sage. Ich habe hier die neue Muss-Los-Kollektion von meinem neuen Merch-Drop an, der nur noch für diese Woche erhältlich ist. Und unter allen Verkäufen werden diese drei AirPods verlost. Unter allen Verkäufen. Deshalb, Leute, es lohnt sich, da mal vorbeizuschauen. Wir haben mega, mega die nice Qualität am Start. Mega die geilen Produkte. Das ist jetzt das Special Extra Produkt, das Work Tee. Dann haben wir da noch Bruder muss los, Bruder muss los. Da erkennt man jetzt nicht so viel. Aber liebe Freunde, klickt einfach mal auf den ersten Link in der Beschreibung. Kommt ihr direkt zum Shop. Checkt die Sachen ab. Sie sind mega nice. Das ist bis jetzt die geilste Kollektion meiner Meinung nach. Und ich würde sagen, wir machen gar nicht lange rum. Schauen direkt rein zu Yassi und Sean. In ihr Video, denn sie haben ein Video gemacht, habe ich das schon gesagt. Ein Couple Q&A gibt's heute. Hey Leute und hallo Yassi! Hier auf meinem Kanal, diesmal mit dem lieben Sean. Wir haben euch gebeten, Fragen über uns bzw. über unsere Beziehung zu stellen und wir werden jetzt welche beantworten. Also kommen wir zur ersten Frage und zwar, wer hat zuerst sich... Liebe dich gesagt. Also das allererste Mal, ich liebe dich, hat Jasmin gesagt. Also ich. Ja, gesagt. Warum redet er so leise? Bro, komm mal aus dich raus! Zeig mal deinen inneren Mann! Wo bist du? Komm mal raus aus dem Loch, in dem du steckst, du. Ja. Genau, und dann kommen wir zur nächsten Frage direkt hinterher. Und zwar, wer hat den ersten Schritt gemacht? Ich würde sagen, eigentlich wir beide so. Romy, also eine Freundin von uns, hat... Das Ding ist, dass dann nicht den ersten Schritt ihr beide gemacht habt, sondern Romy wahrscheinlich an der Stelle. Liebe Freunde, wir haben diesen Sneak Peek hier schon bei dem Video gesehen, wo wir auf Kyla reagiert haben, die auf dieses Video reagiert. Lul! Zu dem Video geht's da oben in der Infokarte, falls ihr es nicht vergessen habt zu verlinken. Ansonsten schaut doch einfach ins unter meinen letzten Videos. Er hat gesagt, wir sollen uns küssen und so, irgendwie auf drei und so. Und wir haben uns beide erst nicht getraut und so. Obwohl wir es, beziehungsweise ich es auf jeden Fall wollte, eigentlich, aber trotzdem so. Und ja, dann hat sich so von drei runtergezählt und dann hat... Das ist meiner Meinung nach eins der unangenehmsten Sachen, die ich seit langem gehört habe. Und ich bin froh, wieder zurück zu sein bei den TikTok-Kindern, die... YouTube-Videos drehen. Ne, wirklich, ich liebe das, wenn ihr YouTube-Content produziert. Denn dann habe ich was zum drauf reagieren. Leute, Hand aufs Herz. Es ist so. Hand auf den muss los, Merch, Alter. Es ist so. Und gewinnt AirPods. Ich gönne euch diese AirPods. Ohne Witz. Ich freue mich, eure Insta-Stories dann zu sehen, wo ihr einfach austickt, weil ihr AirPods zu eurer Bestellung mit dazu bekommen habt. Würde ich mal sagen, wir beide. Also die nächste Frage ist, wer hat gefragt, wegen Zusammensein? Gefragt? Ich glaube, da hat einer wegen bayerischen oder in nürnbergerlichen... Oh, warte mal, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall hat er einen Akzent, in dem er das R rollt. Könnte auch Österreicher sein. Ich weiß es nicht. Habe ich noch nicht rausfinden können. Ja, genau. Also Sean hat mich gefragt, ob wir zusammen sein wollen. Und ja, das war am 12.05. Wollen wir zusammen sein oder willst du mit mir gehen? Jemand hat gefragt, warum wir die Beziehung zuerst geheim gehalten haben. Also, wir haben es erstmal geheim gehalten, einfach weil, keine Ahnung, wir wollten ja auch erstmal gucken, ob es klappt. Also zum Beispiel bei meiner letzten Beziehung, da war es so, da habe ich die Beziehung nach 3 Tagen mit ihm öffentlich gemacht und es war halt schon ein Fehler, weil... Ja, ich finde, man sollte... Weil wir nicht wissen, wie man... Nein, Spaß, ich sag nichts, liebe Frau. Ich darf wirklich nichts sagen. Ich bin... Nein, ihr habt das alles gut gemacht und ich finde, ihr macht das toll und ich finde, ihr seid toll und ja. Warten und schauen, ob es überhaupt dann wirklich klappt und so weiter. Und es hat sehr, sehr gut geklappt zwischen uns. Deswegen haben wir uns dann spontan entschieden, auch. Es no nach Witz. Fast 3 Monaten no dann Witz. Öffentlich zu machen. Und ja. What ich gönne das den beiden. Kuss ist die nächste Frage. Genau, und wir sollen sie noch grüßen. Benita, wir grüßen dich auf jeden Fall. Aha. Benita, was geht da? Unseren ersten Kuss in auf München. Der Parkbank. Ich weiß nicht, wie der Garten heißt. Oder was das war? Im englischen Garten. Genau.
Und Romy, wie gesagt, also eine Freundin von uns, war dabei. Und dank ihr sind wir auch praktisch zusammen, weil durch den Kuss auch so die Gefühle bei ihm zum Beispiel entstanden sind. Genau. Sie hat gerade gesagt, dass durch den Kuss die Gefühle zu ihm entstanden sind. Leute, wenn das immer so einfach ist, durch einen Kuss, dann hätte ich auch Gefühle zu meiner Mutter und zu... Okay, wir lassen das Thema, liebe Freunde, aber ich... Durch einen Kuss Gefühle, ja... Okay, man kann sagen, das hat das Ganze in Schwung gebracht, so. Ne, das Ganze ins Rütteln, das Ganze... das hat das Ganze so ein bisschen in Schwung gebracht, würde ich einfach sagen, liebe Freunde. Also nochmal danke an Romy. Vielen Dank. Danke, Romy. Romy, Ehrenfrau. Romy hat gefragt, wie haben eure Eltern reagiert, als ihr ihnen von eurer Beziehung erzählt? Also ich habe es ihnen direkt erzählt und sie haben sehr positiv reagiert. Also ja, sie haben jetzt nicht gesagt, oder so. Ich reagiere auch positiv auf eure Beziehung. Keine Ahnung. Kann man nicht viel sagen, sie haben sich halt für mich gefreut. Ja, bei mir war es eigentlich ähnlich so. Ich hab's erst ein bisschen später, aber game sich auch. Ey Bruder, nee, ohne Witz. Sean, ich finde das toll, dass ihr YouTube-Videos zusammen macht. Aber sprich lauter. Komm ein bisschen aus dir raus. Schrei mal ruhig ein bisschen rum. Da ist doch nichts dabei. Kauft mein Merch und gewinnt Apple AirPods. So ein Ding ist das. Danke, Sean. Wie wurde Yassi gefragt? Damit meint sie, wie Sean mich gefragt hat, ob wir zusammen sein möchten. Und ja, ich würde sagen, da du mich gefragt hast, erzählst du das jetzt auch? Jetzt bin ich gespannt. Ja, also an dem Wochenende war sie halt bei mir. Und am letzten Tag... Ich kann es auch für alle, die es nicht hören, einfach synchronisieren. An dem Wochenende war sie bei ihm und am letzten Tag... Habe ich sie halt dann zum Bahnhof. Hat er sie zum Bahnhof gebracht? Und ja, dann habe ich sie halt die ganze Zeit in den Arm genommen. Und dann habe ich sie halt den ganzen Tag in den Arm genommen. Jetzt wird es aber richtig süß. Und irgendwann meinte ich halt so, ja, ich muss noch mit ihr reden. Dann meinte er, muss noch mit ihr reden. Und ja, dann meinte ich halt so zu ihr, dass ich gar nicht mehr glücklich, so glücklich war mit jemandem. Und dann meinte er zu ihr, dass sie ihn richtig glücklich macht. Mit ihr und so weiter. Und ja, dann kam es halt zur Frage, ob sie mit mir zusammen sein will. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie mit mir zusammen sein will. Leute, ich bin voll der Beatboxer geworden. Was sagt ihr dazu? Bruder muss los. Ja, gut. Nee, ich hab nein gesagt. Scherz. Also, ja, witzig. Die Frage ist, hattet ihr euer erstes Mal schon zusammen? Oh, Leute, jetzt wird's aber richtig spannend. Ja. Cringe-Gänsehaut ist wieder back im Biss. Los geht's. Genau, also zu der Frage, ob wir schon unser erstes Mal hatten. Ich finde, irgendwo haben wir auch ein bisschen Privatsphäre. Genau, aber ich denke, ihr könnt es euch denken, ob wir schon hatten oder nicht. Was hat die Aussage denn jetzt für einen Sinn gemacht? Also wir haben schon unsere Privatsphäre, also ob wir unser erstes Mal hatten oder nicht. Aber ihr könnt es euch ja denken. Leute, ich weiß nicht, irgendwie ist es für mich ein bisschen auch privat, ob ich hier drei AirPods für euch liegen habe oder nicht. Aber ihr könnt's euch ja denken, ob ich die für euch verlose. Ihr könnt's euch ja denken, liebe Freunde. Jemand hat gefragt, wie ist es mit Yassi in einer Beziehung? Beantworte gerne. Ich fange nochmal an, also Er fängt mal an. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, er glaubt. Scheiß Beziehung. Wie mit ihr. Spaß. Ah, ja. Also, ich hatte wieder eine Beziehung so. Und ja, das kann man nicht mehr richtig Beziehung nennen, aber so mit ihr ist es einfach perfekt. Und joa, ich bin glücklich. Joa. Es stört es euch manchmal, dass Yassi älter ist? Also, mich stört es gar nicht, weil es kommt ja auch natürlich von der Reife her darauf an. Ich find's gut in dem Video, dass Yassi öfter redet. Wisst ihr warum? Weil man Sean nicht versteht. Sean? Kauf dir ein Megafon. Nee, ohne Witz, macht einfach ein Video mit Yassi redet normal und Sean mit einem Megafon. Dann bin ich zufrieden. Und ich würde schon behaupten, dass Sean diese Reife von mir hat, beziehungsweise wenn nicht sogar mehr eigentlich, wenn man so sagen kann. Also ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und klar, ich bin ein Jahr und circa fast einen Monat älter, aber das ist wie gesagt kein Problem. Jemand hat gefragt, ob wir schon mal Streit hatten und... Ja. Ja, klar, wir hatten schon mal Streit
oder Diskussionen, wie auch immer, aber ich denke, das ist auch normal, dass man mal verschiedene Meinungen hat und dann diskutiert oder nee, so. Nee, es ist nicht normal, sich zu streiten. Eigentlich haben wir das dann lass immer das ziemlich schnell wieder geklärt. Bitte nicht. Wir haben uns kennengelernt, das ist die nächste Frage. Und ja. Also wartet, lasst mich raten. Stopp. Lasst mich raten. Ihr habt euch über TikTok kennengelernt. Das ist jetzt meine Dings. Also der wird es so sagen, so ja, wir hatten gemeinsame Freunde, die halt TikToks gemacht haben und dann haben wir mal zusammen TikTok gedreht und dann haben wir halt irgendwie so ein bisschen was gefühlt und dann hat Romy gesagt, wir sollen uns zusammen küssen und oh, so Leute. Ich habe am Anfang halt eine Anfrage auf den Privataccount gestellt. Sie hat mich halt angenommen und ja, irgendwann haben wir halt dann angefangen zu schreiben, so weil sie auch die Story offen gab. Das ist diese andere Romanze, liebe Freunde. Er hat ihr eine Anfrage auf ihren Privataccount geschickt, weil die sind beide Fame und deshalb brauchen die noch einen Privataccount, damit sie ihr Leben noch genießen können und auch normale Sachen sehen können. Hat ihr eine Anfrage rübergeschoben und sie hat ihm die Nummer rübergeschoben, wisst ihr? Und am Ende haben sie eine. Dann hab ich halt so gefragt, wie geht's nur? Und irgendwann hat er mich nach meiner Nummer gefragt, dann haben wir Nummern ausgetauscht. Ich glaube, dann haben wir ein bisschen geschrieben, aber nicht so viel. So ein paar Wochen dann hatten wir erstmal nicht so viel Kontakt, also gar keinen Kontakt mehr. Mhm. Aber dann ein paar Wochen später haben wir uns dann in Nürnberg das erste Mal so richtig gesehen. Nürnberg. Er kommt aus Nürnberg. Ich habe euch gesagt, wer es errollt, da könnt ihr auch gut und gern mal aus Nürnberg kommen. Ich gönne das den zwei wirklich. Ich freue mich, dass die zwei sich gefunden haben. Und ich mag die zwei vom Prinzip auch. Vom Prinzip aus auch. Ich mag die zwei vom Prinzip aus auch echt gerne. Liebe Freunde, und ich hoffe, was ihr auch gerne mögt, ist der limitierte Bruder muss los Merch. Gönnt den euch. Gönnt den euch in Oversized, wenn ihr das nice findet. Denn ich trage Oversized, wie ihr hier sehen könnt. Und ich krempel dann meine Ärmel hoch. Und Mädels können das Oversized kaufen und dann ein Kleid draus machen. Und dann so ein Gürtel drum oder so einen Knopf hoch. Wisst ihr so hier? Ihr wisst Bescheid, liebe Freunde. Gönnt euch was vom Merch, wie gesagt, sobald ihr auf Bestellen gedrückt habt und eine Bestellbestätigung bekommen habt, seid ihr automatisch im Lostopf und eventuell ist in eurem Paket einfach nochmal AirPods mit drin. Also das ist kein Fake, auch wenn viele denken, dass es Fake ist, bla bla bla. Ich werde euch das in meiner Insta-Story alles dokumentieren, damit ihr seht, dass es kein Fake ist. Ihr könnt mir auf Insta gerne folgen. Ich heiße da der Seddo und folgt der Merch-Seite. Seddo Merch, seid ihr auf dem aktivsten, neuesten Stand. Und checkt den Shop. Erster Link in der Beschreibung aus. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein und abonniert den Kanal. Ciao!